Aber der Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zum Video, auf das wahrscheinlich schon einige, die mir in Instagram folgen, warten. Und zwar geht es um meine Verletzung, wie ihr im Titel schon gesehen habt, genau gesagt um meine Hand. Ich habe beim Mountainbike fahren die Mittelhand gebrochen. Und wie das Ganze passiert ist, möchte ich natürlich nicht vorenthalten, das seht ihr jetzt. Ich kann aber jetzt schon sagen, der Geisberg Trail ist auf jeden Fall. Hui. Sapra fix. Also, ihr seht, ich fahre den Trail. Das ist so ein neuer Trail, so ein Enduro Trail in Kitzbühel. Das ist der Geisberg Trail. Ich fahre da so die Linkskurve praktisch. Und mir geht so ein bisschen das Vorderrad weg, weil ich so ein bisschen aus der Kurve rauskomme. Ne? Also, ein bisschen zu weit rauskommen, hab den Trail dann erkennt, war die erste Abfahrt. Mir schmiert also das Vorderrad weg, reflexartig Fahrrad weg, ich stütze mich ab, hat eigentlich alles perfekt funktioniert. Das Problem war nur, und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, daran hat es gelegen. Ihr seht, ich tue euch das mal ein bisschen Frame für Frame rein. Ihr seht, wie sich der Finger, also der kleine Finger, so ein bisschen verhakt in dem Gras. Und in dem einen Frame sieht man, wie er schon so ein bisschen 45 Grad wegsteht. Und wenn ich den jetzt mal so rüber drücke, dann geht da nicht relativ viel mehr. Und ich habe die Vermutung, dass man den halt dadurch weiter gestreckt hat und durch den Impact mir dann den ganzen Knochen hier auseinanderdruckt hat. Ich zeige euch mal hier das Röntgenbild. Das wird sich mit der Vermutung bestätigen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass das nicht nur vom Einschlag gekommen ist, weil es meistens da auf dem Ellerbogen gegangen ist. Der ist jetzt zwar schon wieder gut, weil das Ganze ist schon wieder 3 Wochen her jetzt. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass es ist, weil ich im Gras hängen geblieben wäre. Vielleicht wäre es mein Herrn schon besser gewesen. Man weiß es nicht, keine Ahnung, kann man jetzt mal sagen. Gerade gesagt, das ist schon 3,5 Wochen her. Da kommen wir zum nächsten Thema. Wie geht es jetzt hier weiter auf dem Channel? Ich habe jetzt auf jeden Fall noch für nächste Woche Saalbach-Video vorproduziert und dieses Kitzbühel-Video, wo auch der Crash passiert ist. Das kommt dann in 14 Tagen. Bis dahin sollte ich auf jeden Fall wieder fit sein. Ich habe jetzt, ja, wie gesagt, 3,5 Wochen schon diese Schiene dran, beziehungsweise war erst in St. Johann im Krankenhaus, bin da eingegipst worden und bin ich sehr zufrieden, wenn sich in der Gegend irgendwann mal auf die Pappen haut, dann geht es auf jeden Fall nach St. Johann, ist ein gutes Krankenhaus, echt kompetente Ärzte da. Der Arzt hat mir gesagt, 4 Wochen Gips, beziehungsweise dann Schiene jetzt und dann nach 6 Wochen wieder Mountainbike fahren. Ich gebe ihm jetzt noch bis Mittwoch, dann kommt die Schiene runter. Dann schauen wir mal langsam wieder, was so geht. Vielleicht ein bisschen rumrollen oder so, ein bisschen Krafttraining, wieder ein bisschen aufbauen. Ich glaube, 6 Wochen werde ich nicht ganz warten können, das werde ich nicht aushalten, aber wir werden es auf jeden Fall langsam angehen lassen. Ich werde auf jeden Fall einen Downhiller von der Julia nehmen, die hat ja jetzt ein neues Track. Das werden wir jetzt auch nochmal ein bisschen anteasern, vielleicht auch ein Video drüber machen. Werden wir das ziemlich weich einstellen, werde dann so ein bisschen erstmal flowig Flow Country am Geißkopf fahren. Schauen wir mal, wie das Ganze wieder funktioniert. Ich habe auf jeden Fall so Bock, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, ich bin fast 4 Wochen im Mountainbike gefahren, das ist der Tod ungefähr für mich. Das mache ich nur, wenn ich verletzt bin und jetzt war ich schon echt lange nicht mehr verletzt, das ist lang gut gegangen. Jetzt habe ich halt einmal wieder Pech gehabt, das ist einfach so. So Sachen gehören zum Sport dazu, aber meist trifft ihn, kann man nichts machen. Ne? Und was ich in dem Video noch äußern will, ist auf jeden Fall Kritik am Gesundheitssystem, das wir hier so haben. Ich habe einen Termin gemacht im Sportopädikum in Rengsberg. Ich werde jetzt den Namen vom Doktor nicht nennen, weil vielleicht kann ich dafür bestraft werden, ich weiß ja keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da einen Termin. Ich warte eine Stunde schon mal, obwohl ich einen Termin habe, was ja nicht das Thema ist. Wenn ich danach gut behandelt worden wäre, sage ich mal, ne? Dann warte ich so eine Stunde, holt mich der Doktor rein, Röntgen, dann geht es zum Röntgen. Dann wissen die schon gar nicht, ja, wollte mir die rechte Hand röntgen, dann sage ich, alter, linke Hand. Okay, hin und her, wieder zurück zum Behandlungszimmer. Dann sagt er, ja, hier Überweisung, Krankenhaus operieren. Da sage ich so, danke fürs Gespräch, ne? Null, hat er sich keine Zeit genommen. Andererseits kann ich euch den Dr. Sargstetter aus Landshut empfehlen, da war ich danach. Super spontanen Termin bekommen, der hat sich ja echt viel Zeit genommen und bei dem habe ich jetzt auch nochmal so einen Nachsorgetermin nach 6 Wochen, wobei ich aber wahrscheinlich nicht mehr hingehen werde. Ich will ja noch nie, also. Auch beim Schlüsselbeinbruch, wo ich mir die Hand gebrochen habe, wo ich mir Bänder gerissen habe, ich war noch nie bei solchen Nahuntersuchungsterminen. Ich mache immer so ein bisschen so, hey, ich check mal aus, was so geht und wenn es wieder funktioniert, dann fahre ich einfach wieder. Ich meine, was soll denn fein? Also so ein bisschen auf dem Schmerz hin oder so, sollte sich vielleicht nicht unbedingt ein Beispiel dran nehmen, aber ich kann es halt dann immer nicht erwarten. Ich glaube, nach dem Schlüsselbein bin ich nach 4 Wochen wieder gefahren, mit der Hand auch. Aber da werden wir jetzt einfach mal schauen. Auf dem Channel geht es auf jeden Fall weiter. Ich habe genug vorproduziert, dass die nächsten Wochen so ein bisschen Content kommt und
Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Wochenende oder nächsten Sonntag in Saalbach, dann in Kitzbühel. Und dann gibt es wieder ein Video, wenn ich wieder Mountainbike fahren kann. Freue mich schon immens drauf. Bis dahin viel Spaß mit den anderen Videos. Und ja, wir sehen uns nächstes Wochenende in Saalbach. Kann aber jetzt schon sagen, der Geisberg Trail ist auf jeden Fall. Hui. Sapra fix. Da will man von meinem Labern. Ah.